Ich bin Zan und heute schauen wir uns wieder Adi an, nachdem er alle Videos auf privat gestellt und zusammen mit T und Marley Dead Anim gegründet hat. Und die Frage, die mich am meisten interessiert, ist, was macht Adi eigentlich im Jahre 2021? Ich hoffe, wir sind scharf. Ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Wir hang mit das Brizzle und dem Grand Daddy. Den ersten Track, den ich von Dead Anim bewusst wahrgenommen habe, war 700 Main Street und zu diesem Zeitpunkt war ich 17 Jahre alt. Und YouTuber-Musik war noch ein großes Thema. 700 Hauptstraße. In dem Track Miss It hätten sie gar nicht mehr betonen können, wie egal es ihnen ist. Wir sehen die Welt in schwarz-weiß, doch wir sehen die Welt in... Ich konnte erst Jahre später verstehen, was daran so geil war. In den ersten Zeilen von Forrest erklärt uns Adi sehr gut, warum er es macht und sich von außen nichts sagen lässt. Denn mein Weg kann keiner bestimmen, außer mir selbst, also geht mir aus dem... In diesem Song geht es jetzt darum, dass sie einfach durchhasseln. Wenn wir mal einfach mal gucken, was T und Marley nach Dead Anim gemacht haben, dann können wir, glaube ich, herauskristallisieren, was so der Part von Adi war. Gucken wir uns mal ein Beispiel an. Was hat T denn als Einzelprojekt gestartet? Ey, du wirst Zeuge, wie ich lässig um die Ecke drift und wie im Actionfilm aus dem... Hier ein Beispiel mit Marley. Mary fährt auf jeden Fall mittlerweile auch seine respektable eigene Wave. Und jetzt gucken wir uns einfach mal ein Beispiel von Adi an. Ich weiß nicht, was es ist, aber er hat es. In Hydra 3D machen sie was, was nicht viele machen. Sie lassen sich Zeit. Adi gibt uns ein Intro, was uns nachdenken lässt. Sanageyama ist übrigens ein Anime, wo der Hauptcharakter eine Augenbinde aufhat. Gehen wir weiter zum Mixtape How to Flex and Troll Scene. Ich habe schon mal ein Video hochgeladen, wo ich auf das Album eingehe. Und dann zeigt doch mal Adi, was der eigentlich drauf hat. What the fuck? Ich lache euch alle aus, so wie Mr. Wichser, dein weakest Flow hab ich getriggert. Ja, ja. Jetzt kommen wir zum letzten Album von Dead Anim. Und dort sind einige meiner Lieblingssongs drauf. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo Adi einfach auf Twitter verkündet hat, dass es das letzte Dead Anim Project ist. Die Leute fragen sich zu Recht, was ist los im Hause Bora? Jetzt macht Adi im Social Media was, was wir schon mal 2015 gesehen haben, und zwar macht er sich rar. Und er startet seine Solo-Karriere. Anders kann der Himmel auch nicht aussehen. We rise in this absurdity, most times we be alert to all disturbances arising in the air. Dann kam das Statement. Nein! Man wusste nicht, sind das jetzt die übelsten Verschwörungstheoretiker? Beziehungsweise guckt euch einfach mal das Statement mal kurz an. Ich hab's 1:10 geguckt und dann dachte ich mir so, scheiß auf. Welcher Song kam nach diesem Statement raus? I'm on it, crew voller Polymaths. Ey, ich hab zu tun, fuck mein Phone, ich hab. In Geisteskrass befinden wir uns wieder in einem Track voller Statements. Er hat keine Zeit mehr für Kommentare, ist nicht mehr erreichbar. Aber langsam geht das in eine dunklere Richtung, sag ich's mal. Und ich denke, wir haben ihn als Person des öffentlichen Lebens erstmal verloren, weil er einfach absolut keinen Bock mehr auf die Leute hat. Was dazu aber nicht passt, ist, dass er vor ein paar Monaten in einem Turniervideo mitgemacht hat. Sag mal, was ist denn los mit dem Jungen? Leute, an der Stelle, wenn ihr noch nicht abonniert habt, lasst uns den alten YouTube-Spirit wieder reinknallen. Idioten, wir sind alle stained, also befleckt. Wir sind letztendlich nicht da, wo uns Adi haben will. Das interpretiere ich jetzt. Also ganz verloren haben wir ihn auf jeden Fall nicht. Und das, meine Freunde, war das Adi-Video. Von 2011 bis 2021 zusammengefasst. Folgt mir auf Instagram, wenn ihr Bock habt. Man kennt's doch, oder? Man ist wegen der Mütze hin und mit einem Pullover wieder raus. Hier kommt ihr zu. Wer ist Flixi? Gerade brandheiß im TJ Beastball-Universum. Hier abonniert ihr und ich freue mich, dass ihr zugeguckt habt. Let's go!